glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nicht. Das kann nicht sein. Melly, bitte. Nein. Diese Bastarde müssen bezahlen. Sie werden bezahlen. Das Wichtigste ist, zusammen und am Leben zu bleiben. Deswegen haben sich Roderick und Arthur geopfert. Lass mich einfach in Ruhe. Sie hat recht, Melly. Roderick. Es ist vorbei, Hugo. Er hat seinen Frieden gefunden. Ich ertrage diese verdammten Ratten nicht länger. Mistviecher! Aber sie bahnen uns einen Weg. Ach ja? Wie denn? So. Wie machst du? Hugo, sag mir, dass du uns helfen wirst, diese Dreckskerle zu töten. Melly? Ohne deinen Bruder haben wir keine Chance, Amicia. Das ist dir klar, oder? Ich werde dir helfen und du hilfst uns, Mama zu retten. Dann haben wir eine Abmachung. Okay. So, Leute. Roderick ist als Held gestorben, auf jeden Fall. Ruhe in Frieden. Großer Mann. Großer Rambo. So. Wir müssen ihn auf jeden Fall... Er darf nicht umsonst gestorben sein. Gibt's Krieg? Mama, wir kommen. Ah, hier ist sogar noch eine Bank, guck mal. Aber ich glaube, ich habe nichts. Ja. Kann leider nichts, Crafty Boy. So. Ah, Werkzeug, jetzt können wir, glaube ich, was craften, oder? Tasche. Bietet Platz für 22 Materialien. Das sollte mir die Sache erleichtern. Naja, die Frage ist, wie sinnvoll das jetzt noch ist. Aber gut. Aber wisst ihr, was komisch ist? Hier findest du so viel Loot gerade. Ich glaube ja zu ahnen, was gleich passiert. Ich glaube zu ahnen ist auch falsch, war. Ich glaube zu wissen, so heißt das. Hoppala. Der hätte uns... Alter! Direkt mit dem Speer durch die Brust. Die Kathedrale. Verdammt. Das ist die Hölle. Das ist die Hölle, Leute. Habt ihr gehört? Das ist die Hölle. Was? Was war das? Ich werde angegriffen. Komm zurück! Das Kerl von... Kommt. Ist alles gut? Geht's gut? Ja, Leute, okay, da. Wir machen es jetzt ruhig. Die Kathedrale. Mit Bedacht. Das ist die Hölle. Macht euch bereit. So, pass auf. Wir müssen halt nur aufpassen, da oben sind halt diese blöden Bogenschützen. Die sind jetzt nicht so knorke. Aber das kriegen wir schon hin. Versucht. So, in hier. Kriegen wir locker flockig weg. Okay, so geht's auch. So. Gucke mal, guck. Thank you.
Was soll denn dieser Mist hier? Hey, wenn man stillhält, tut es nicht. So. Zufrieden? Okay. Wir sind da. Okay, okay, okay. Amicia, er hat etwas Böses vor. Ich kann es spüren. Sehr Böses? Was denn genau? Ist ganz egal, was er vorhat. Wir wollten ihm so oder so den Schädel einschlagen. Er fängt gleich an. Gehen wir, Hugo. Mama Lord. Ist da drin. Wartet mal. Wartet. Huch. Boah. Sie haben auf uns gewartet. Lukas, Melly, bleibt, wo ihr seid. Ich hab gehört, ein paar Kinder wollen bestraft werden. Ihr werdet sterben, wenn ihr runterkommt. Spielt keine Rolle. Amicia, da unten sind Ratten. Ja. Sag ihm, sie sollen rauskommen. Schnell. Alles klar. Wie viel kommt denn da noch? So, die haben ja so ein... Den Hundesöhnen, Alter. Gut, gehen wir hinein. Schöne Familie. Melly! Hilf mir! Es darf niemand herein! Das führt doch zu nichts! Ihr wollt nicht verstehen! Beatrice! Mama! Mein Kind! Hugo! Amicia! Mutter! Hat Vitalis das getan? Er hat sie geopfert. Er hat die Schwelle überschritten! Geht, ihr müsst hier raus! Ich will mal nicht so sein. Hugo, bist du bereit? Ja, sie sind hier. Ich glaube, Hugo rastet jetzt richtig aus, ey. Bleib dicht bei mir. Wir sind bei euch. Boah, der rastet jetzt richtig aus. 100 Pro. Lasst sie gehen, Vitalis. Das ist eure letzte Chance. Hugo, deine Kräfte. Es geht mir gut, keine Sorge. Ja, er ist ein begabter Schüler. Zu schade. Vergessen hat, wer ihn all sein Wissen gelehrt hat. Ruhe, Tattergreif! Wir sind hier, um dich zu erledigen und nicht um dein Gefasel zu hören. Aber seht euch doch an! Taumelt auch nicht zu, wie verlorene Schäfchen auf ihren Hirten. Genug, Vitalis! Ihr seid allein! Gebt uns unsere Mutter zurück, oder? Oder was? Ich muss den Träger noch einiges lehren. Seine Freunde ebenso. Wie rührend. Danke. Danke für eure Treuherzigkeit. Könnt ihr sie hören? Die Engel. Die Engel einer neuen Welt. Ach was. Das Licht, sie. Habt gesehen. Los.
vernichtet ihn. Digga, der hat seine weißen Ratten. Wie krass ist das denn? Vergeht euch neu! Vorrücken! Wie krass ist das denn, Alter? Krieg es der Ratten. Neu formieren. Die halten nicht an. Das kann ich auch. Bist du sicher? Dann los, Ivo. Das ist unsere einzige Chance. Mama Kula! Krönt euch Blut! Oh, Diggi, wollte erst mal gucken. Hier darfst du nicht, hier darfst du keine Zeit lassen. Hier musst du. Zack, 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 zack. Aber geil, Junge, Kampf der Ratten. Wie gut ist das denn, Mann? Seid euch und verschlingt sie! Was zum. Er lässt sie sich neu formieren. Sie halten nicht an. Das Licht hält sie nicht auf. Das kann ich auch. Bist du sicher? Dann los, Ivo. Das ist unsere einzige Chance. Ihr seid gekommen, um mich herauszufordern. Weg! Vitalis, bitte mal! Seht euch doch an, Vitalis. Ihr habt eure Anhänger im Stich gelassen. Unschuldige Menschen nicht zu fassen. Ja, sehr gut, Ivo. Wir zeigen es ihm. Ich feiere das gerade richtig, Leute. So, Beatrice. Werdet Zeugen, wie euer Geschlecht untergeht. In Ruhe! Sie sind doch Kinder! Halt! Sie sind Überbleibsel einer alten Welt! Haltet ein! Los, meine Ratten! Wir sind die dunklen Seite der Macht! Hä? Wo kamen die denn jetzt her? Ich brauche mehr schwarze Ratten. Ich vereinte Ratten. Ihr seid gekommen, um was zum. Er lässt sie sich neu formieren. Sie halten nicht an. Bitte. Das Licht hält sie nicht auf. Das kann ich auch. Bist du sicher? Dann los, Ivo. Das ist unsere einzige Chance. Das Blut meines Bruders. Ihr seid. Ja, sehr gut, Ivo. Wir zeigen es ihm. Seht zu, Beatrice. Werdet Zeugen, wie euer Geschlecht untergeht. Lasst sie in Ruhe. Sie sind doch Kinder. Halt! Sie sind Überbleibsel einer alten Welt. Haltet ein. Digga, wie beim Bowling. Der kommt mit seinen weißen Ratten. Wie geil ist das denn, Alter? Oh nein! Nein! Dieses Hin- und Her-Switchen. Ihr seid gekommen, um mich. Was zum. Er lässt sie sich neu formieren. Sie halten sich an. Ich hält sie nicht auf. Das kann ich auch. Bist du sicher? Dann los, Ivo. Das ist unsere einzige Chance. Ja, sehr gut, Ivo. Wir zeigen es ihm. Seht zu, Beatrice. Werdet Zeugen, wo dein Geschlecht untergeht. Lass sie in Ruhe. Sie sind doch Kinder. Halt! Sie sind Überbleibsel einer alten Welt! Haltet ein! Ah. Ah. Die Gewinner sind hier! Ja, so weiter so! Du hast verloren! Verloren! Ergebt euch, Vitalis! Haltet ein! Nein! Nein! So, jetzt aber, Leute, jetzt! Wir werden dich da rausholen!
kümmern uns drum. Nico, du fühlst es doch auch. Aber du hast Angst. Wahre Macht, die Gabe des Selbst. Amicia! Ich bin die Einheit. Ich bin das Blut allen Blutes, das alle und jeden verbindet. Komm zurück. Ist ganz schön gay. Jo, das ist ganz schön gay. Boah, was ist das denn? Springbrunnen. Und meine Diener sollen sich bis zum Firmament erheben. Ah, okay. Okay. So. Okay. Das heißt, ich muss mir genau überlegen, wo der erste Turm hinfallen soll. Und zwar bitte hier hinter. So, aber wie kann ich den denn treffen? Zurück, meine Schäfchen! Geh zurück zu eurem Meister! Boing, Bowling, Alter! Komm zu mir zu mir! Das heißt normale Steine, oder was? Tatsächlich. Boing! Schön den Opa ins Gesicht, Alter! Komm zu mir! Werd! Weg von ihm! Oh, was macht er denn jetzt? Erhebt euch! Und reißt ihn auf! Zurück! Wie sagt ihr? Ihr hört euch nicht, meine Engel! Ich hab doch gerade gezwitscht, Mann! Bowling! Boing! Ich feier das! Das ist eure letzte Schandtat! Ich habe mein Fleisch geopfert! Um der Schmelzspiegel zu werden, der alles vereint! Ihr könnt nicht töten! Was du sie dir wurde! Dich. Es ist vorbei.
Drei Tage später. Gut, gehen wir. Haben wir alles? Ja, das ist alles, was Lukas haben wollte. Wird es Mama damit besser gehen? Sie wird schon wieder, Hugo. Mama ist zäh, oder nicht? Genau wie du. Das stimmt. Ich kann es kaum erwarten, ein neues Chateau zu finden. So, so. Du gewöhnst dich ans königliche Leben, was? Mal sehen, was wir machen können. Aber zuerst müssen wir die Gegend verlassen. Hey Leute, es geht weiter. Was ist denn hier los? Guten Tag. Okay. Der liebt seinen Job. Sag mal, konntest du nach Hause gehen? Ja, das Nest ist immer noch da, aber es ist leer. Ha, ich kann nicht glauben, dass die Ratten tatsächlich fort sind. Hoffentlich bleibt das so. Okay. Es kehrt wieder Leben ein, sozusagen. Oh, Amicia, sieh nur. Willst du dein Glück mal versuchen? Ich nicht, aber meine Schwester ist die Beste. Stimmt's, Amicia? Machen wir. Na gut, dann los. Sehr schön. Die Regeln sind ganz einfach. 6 Steine, 6 mögliche Treffer. Triff so viele Ziele wie möglich. Bist du bereit? Jawohl. Bereit. Los, Amicia! Ja! Na, da oben. Hey, du hast den Bogen raus. Du hast einen Apfel gewonnen. Und unser aller Respekt. Glückwunsch, Amicia. Komm für den Kleinen. Der Apfel ist für dich, Hugo. Fürs Anfeuern. Oh, danke. Ich hab echt Hunger. Natürlich. Hey, heute feiern wir den 3. Tag ohne Ratten. Die Straße runter ist ein kleiner Jahrmarkt. Seht euch doch mal um. Ein Jahrmarkt? Wirklich? Sowas habe ich noch nie gesehen. Hugo, Lukas wartet auf uns. Wir sollten nicht zu lange hier bleiben. Aber der Jahrmarkt. Hugo. Na gut, aber wir bleiben nicht lange. Wie er losflitzt. Ach, hier ist die Ente wieder. Ente! Hey, seht mal! Ente! Oh nein! Nein, Junge, du darfst nicht rein. Warum nicht? Weil es nicht geht. Darf. Hey, gibt's ein Problem? Ja, gibt es. Ein Junge und seine Schwester werden hier gesucht. Von wichtigen Leuten. Und das gefällt uns hier nicht. Verstanden? Ich verstehe sehr gut. Hugo, komm mit. Aber der Jahrmarkt. Na los. Okay, aber ich will da rein, Leute. Ich will Stress, Action, alles. Okay. Hey, Hugo. Was? Wer zuerst am Karren ist, gewinnt 20 Äpfel. 20 Äpfel? Du schlägst mich nicht, du kleine Schnecke. Was? Dir zeige ich's. Ach ja? Dann auf 3. 1, 2, 3. Hey! Den kriege ich, den Wurm. Bleib stehen. Kleiner Apfelfreak. Ich bin direkt hinter dir. Du schlägst mich nicht. Eigentlich müssten wir da schneller sein, oder? Schon gut, schon gut. Du hast gewonnen. Ja, 20 Äpfel. Geschafft, Lukas. Hast du denn auch alles? Das Johanniskraut, den Weißdorn, das... Alles da. Gehen wir. Gut. Amicia? Ja? Warum sehen sie mich alle so an? Melly hat mich auch so angesehen und ist verschwunden. Weil sie mich nicht mehr mag. Hugo, sie hatte etwas zu erledigen. Das stimmt nicht, aber ist auch egal. Wird sie noch viel länger schlafen? Sie muss wieder zu Kräften kommen. Aber mit den Kräutern sollte sie bald wieder auf den Beinen sein. Sehr gut. Hey, Hugo. Ja? Findest du mich hübsch? Du bist hässlich, richtig hässlich. Hässlich? Ich? Siehst wie eine fette Fliege aus. Eine Fliege? Deine eigene Schwester? Oh, dafür wirst du bestraft.
Lukas! Hey! Hilfe! Die Fliege greift an! Jetzt können wir auch mal ganz kurz uns nochmal zeigen. Hallo an alle, ich sitze hier im Dunkeln. Ich muss das Speer natürlich genießen. Vielen Dank erstmal, dass ihr das Let's Play geschaut habt. Und ich muss sagen, ein mega geiles Spiel. Wenn da nicht Teil 2 in Frage kommt, dann weiß ich auch nicht. Gerade wenn der Kleine dann älter wird und vielleicht sein eigenes Ding machen will. Das wäre schon ganz geil. Aber für mich mega Spiel, hat mega Spaß gemacht. Ich finde es ein bisschen schade, ich bin ein bisschen traurig, dass es jetzt schon zu Ende ist. Aber sehr, sehr gute Arbeit von dem französischen Entwicklerstudio. Und ja, vielen Dank erstmal. Lasst noch einen Daumen nach oben da, ein letztes Mal für dieses Let's Play. Und dann sehen wir uns zum nächsten. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin macht's gut. Tschüss.